Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit eurem Dackmobil. Diesmal sind wir am wunderschönen Lago Laprello. Wer jetzt denkt, Mann, was ist in Italien für ein schittiges Wetter, der hat recht, weil wir stehen hier am linken Niederrhein bei der Stadt Heinsberg, die vom Stellplatz 1,2 Kilometer das Zentrum entfernt ist, mit Blick aufs Wasser auf dem 3H-Reisemobilstellplatz Heinsberg am Lago. Ein wunderschöner Stellplatz in toller Lage, schön ruhig, wo es alles gibt, was wir brauchen. Und das zeigen wir euch jetzt. Kommt mit! Es gibt verschiedene Badestellen und auch einen Segel- und Wassersportclub. Im Sommer kannst du hier auch Bötchen leihen. Also hier ist einiges geboten. Schaut einfach mal auf die Seite der Stadt Heinsberg, weil ich glaube, gleich gesagt, dass wir nämlich in Heinsberg stehen. Da findet ihr, was hier alles möglich ist. Es gibt auch ein gutes Wander- und Radwegenetz und die ein oder andere Thementour. Also von daher ist für ein schönes Wochenende oder ein paar Tage mehr hier einiges geboten. Hier sind wir an der Einfahrt des Stellplatzes. Ihr kommt von der Hauptstraße und biegt in die Fritz-Bauer-Straße ein. Der Stellplatz befindet sich an der Hausnummer 3 in Heinsberg. Nicht irritieren lassen, dass ihr in eine Sackgasse fahrt. Es geht definitiv bis zum Stellplatz. Der Stellplatz verfügt über 31 Plätze. Sollten die belegt sein, gibt es auf der anderen Straßenseite, ihr fahrt dazu über diese kleine Brücke, noch einen Ausweichplatz, wo 13 weitere Plätze zur Verfügung stehen. Die zeigen wir euch nachher. Bleiben wir erstmal hier auf dem Hauptplatz. Auf dem anderen Platz haben wir auch einen geringeren Preis. Hier kostet die Übernachtung 12 Euro. Auf dem anderen Platz 6. Erzähle ich euch gleich aber noch mehr dazu. Der Platz ist ganzjährig geöffnet, wie man nämlich sieht. Wir haben heute das zweite Januarwochenende. Wunderschönes, typisches deutsches Winterwetter in Mitteldeutschland oder wie heißt man dort hier? Westdeutschland. In der goldenen Mitte im Westen. Und wenn ihr ankommt, stellt ihr euer Wohnmobil mal kurz hier ab, um, bevor ihr auf den Platz fahrt, erst zu zahlen. Darauf wird ausdrücklich hingewiesen. Aber ihr könnt natürlich auch schon mal reingehen und gucken, ob überhaupt was frei ist. Für die An- und Abfahrt gibt es keine festen Zeiten. Wir haben hier einen Parkscheinautomaten im 24-Stunden-Prinzip, in dem ihr bitte nur abgezähltes Geld einwerfen könnt. Wie gesagt, die Übernachtung auf diesem Platz kostet 12 Euro. Auf dem Ausweichplatz kosten sie 6 Euro. Es sind 3 Nächte möglich und der ist ein bisschen speziell, der Automat. Der sagt nicht, wie viele Nächte willst du bleiben, tipp, tipp, tipp und plus und mach. Schmeiß das Geld ein für die Zeit, die du bleiben willst. Taka, taka, taka. Ich stehe auf dem normalen Platz, drücke grün für Ticket. Und dann wirft er euch das Ticket aus. Normalerweise. Kommen wir später zu. Steht ihr auf dem zweiten Platz, Geld rein, taka, taka, taka. Drückt auf die blaue Taste und dann auf das Ticket. Und dann wirft er euch das Ticket für den Platz 2 aus. Bei mir gestern ordnungsgemäß genauso gemacht. Bei unseren Nachbarn auch. Ratter, ratter, du hörtest einen Druckvorgang. Nix kam, nix, nix. Kein Geld da. Also die hier hinterlegte Telefonnummer angerufen. Es waren mittlerweile nach 19 Uhr. Keinen erreicht. Mehrfach versucht, heute Morgen ab 8 Uhr auch versucht. Um 10 Uhr habe ich dann jemanden erreicht, weil ihr landet dann da in dem 3H Camping Center. Das ist zugleich auch der Betreiber des Platzes hier. Das ist ein Reisemobilhändler mit Zubehör, Werkstatt und Wohnmobilen, der mittlerweile in Hückelhofen sitzt und auch noch einen weiteren Platz betreibt, nämlich den in Hückelhofen. Und dann habe ich mit der netten Frau Krause geklärt, dass wir bezahlt haben. Ganz einfach. Wichtig ist, dass ihr hier abgezähltes Geld reinwerft. Der Automat wechselt nicht. Solltet ihr aus Versehen zu viel Geld reinwerfen, auch ein kleiner Tipp, ruft einfach auf der Nummer an, weil wenn ihr eure Bankverbindung dann durchgibt,
wird es euch wieder zurück überwiesen. Aber nicht verraten. Geheimtipp. So, wenn ihr bezahlt habt, dann könnt ihr auf den Platz fahren. Zeige ich euch gleich, weil hier vorne ist auch noch die Entsorgung und die Frischwasserstation. Und da ich jetzt keinen Bock habe, hin und her zu laufen, zeigen wir die nämlich zuerst. Ich muss mal gerade nämlich lesen. Im Einfahrtbereich gegenüber von dem Kassenautomaten habt ihr auch die Grauwasserentsorgung. Großflächige Einfahrmöglichkeit mit einem großen Gulli-Ausfluss in der Mitte, auf dem ihr einfach drüber fahrt und euren Wasserhahn öffnet, damit das Grauwasser ablaufen kann. Ich bin auch ablassen. Dann haben wir daneben auch schon direkt die Frischwasserversorgung. Da könnt ihr 90 Liter Wasser gegen die Gebühr von 1 Euro ziehen. Das Wasser läuft circa 5 Minuten, also nehmt euch was zu lesen mit. Das dauert einen Moment, bis ihr die 90 Liter im Tank habt. Ja. Wenn ihr noch einen Filter davor setzt, dann habt ihr keine 90 Liter. Genau, und wie gesagt, Wasserschlauch nicht vergessen, weil es ist kein Schlauch da. Und wenn ihr nur kleine Mengen holen wollt, laufen 50 Minuten die 90 Liter. Ja. Wäre noch eine Option, dass man sich mit den Nachbarn abspricht und alle mit den Gießkannen davor stehen. Gut, jetzt sind wir aber neugierig. Wir wollen auf den Platz. Zu dem Platz ist noch eine kleine Anmerkung. Ihr könnt hier auch als Dauercamper stehen. Und zwar könnt ihr den Platz auch wochenweise mieten. Das geht dann über das 3H Camping Center. Und zwar kostet die Woche 72 Euro und auf dem anderen Platz 36. Ansonsten hätte ich nämlich beinahe vergessen, ich will ja nicht zurücklaufen, weil es ist auch mit Handschuhen echt frostig heute, haben wir hier vorne noch die separate Müllentsorgung, die sich hinter diesem Türchen versteckt, wo ihr Hausmüll, Papier und Altglas loswerden könnt. Einfach Türchen öffnen. Na, hier sind aber schon die ein oder anderen Partys gestiegen. Also ja, oder schon länger nicht entleert. Eins von beiden. Zwei Restmüllcontainer und eine fürs Papier. Schön sauber, alles. Kann man nichts meckern. Unkompliziert, lieben wir es ja. Wichtig ist, dass ihr das Parkticket auch sichtbar natürlich wieder in eure Windschutzscheibe anbringt. Und dass ihr nur längs auf die Stellplätze fahrt. Nicht querfahren. Angeblich werden Fehlverhalten mit 25 Euro Strafgebühr hier geahndet. Wenn ihr reinfahrt, hier geht nichts automatisch an der Schranke. Geht ihr einfach hin, bittet euren Beifahrer, sobald ihr einen mit habt. Ansonsten müsst ihr alleine. Der bei mir laufen gegangen ist. Ich krieg den gar nicht hoch. Bei mir kommt doch nicht mal ein Kastenkarwagen da durch. Also bei mir geht das nur im Bobbycar. Schranke hoch, durchfahren, den Hiwi wieder bitten, das Ding dann auch wieder abzusenken. Ne? Also Ronger. Ronger. Ich Eisenbahn, Paul Ronger und Ronger und Robert Drücker oder so hieß das mal. Der Platz ist videoüberwacht. WLAN habe ich keins gefunden. Hängt zwar ein Router, aber ich weiß nicht, wo er sein soll. Beleuchtet. Fahrwege sind geschottert, sehr stark verdichtet. Also das ist schon fast wie halb geteert. Da kommen kaum Steinchen zusammen. Ansonsten steht ihr auf Rasen, auf Parzellen, die in der Regel 5x9 Meter groß sind. Wie gesagt, 31 Stück hier verdichteter, leicht untergeschotterter Rasenflächen. Momentan haben wir Bodenfrost. Ich kann euch nichts sagen. Also ich finde zumindest keine gefrorenen Pfützen. Die eine oder andere im Fahrbereich Rinne ist zu sehen, aber scheint relativ dicht zu sein. Ja, gehen wir mal weiter. Nehmen wir mal die Stromversorgung in Angriff. Es gibt auf dem Platz verteilt 6 Stromsäulen. Zwei davon befinden sich hier in der Mitte des Platzes mit A4 Steckdosen. Im äußeren Bereich sind dann 6 Steckdosen zu finden. Die Wege sind eigentlich mit einem 50 Meter oder auch 25 Meter Kabel. 25 Meter Tunnel, 25. Ne? 25 Meter 50 Kabel. 50 darfst du ja verwenden. Okay. Redet mit mir nicht über Strom, aber das wisst ihr ja mittlerweile.
gut zu erreichen. Der Strom kostet die Kilowattstunde 50 Cent laut Homepage. Wir nutzen keinen Strom, deshalb kann ich es nicht sagen, weil hier steht jetzt nichts drauf, abgesichert mit 10 Ampere. Und zum Platz kann ich euch auch noch sagen, Hunde erlaubt an der Leine, Grillen erlaubt, solange es keine Holzkohle ist. Und wenn ihr in der vorderen Reihe mit Blick auf dem See steht, müsst ihr euch schon bewusst sein, dass da, wie gesagt, der Wander- und Radfahrweg vorbeiführt, ne, dass ihr da ein bisschen Publikum vor der Windschutzscheibe habt. Ob ihr vor Aber alles nette Menschen, sind alle freundlich. Ja, also hier grüßt jeder, der vorbeigeht, selbst wenn du im Wohnmobil hinter der Scheibe sitzt, wird gewunken, also echt sehr nett alle. Und jetzt habe ich eins vergessen. Habt ihr unseren Kanal überhaupt schon abonniert? Du guckst jetzt nämlich gerade schon das zweite Video von uns und ich glaube, du hast noch kein Abo dagelassen. Lass uns ein Abo da. Freut uns riesig, auch bei dem Wetter weiter für euch unterwegs zu sein. Und damit ihr immer genau seht, wo wir gerade sind, folgt uns auch auf Instagram. Da seht ihr immer, wo wir gerade stehen, weil ich immer, wenn wir unterwegs sind, natürlich dann auch das eine oder andere zeige, was gerade abgeht. Welches Video als nächstes kommt oder was wir auch zu Hause schon mal so treiben oder was sich rund ums Wohnmobil natürlich auch zu Hause technisch läuft. Alfred bastelt ja gern an unserem Wohnmobil herum. Oder welche Gadgets man gerade wieder mal kauft, weil man sagt, Mensch, das ist die Errungenschaft, die ich gerade im Discounter gefunden habe für wenig Geld, die ich im Wohnmobil haben muss. Bleibt dran, folgt uns. Wir sind in der Regel jede Woche auf Tour, weil bei uns ja auch jetzt wieder Normalität herrscht, hoffen wir, ne? Nach unserer kleinen Auszeit zwangsweise, die wir im September bis Dezember hatten. Und zum Stellplatzvideo. In gewohnter Art und Weise gibt es natürlich auch immer wieder das Parallelvideo zur Umgebung, wo wir sind. Weil, wenn ihr das Video geschaut, dann sagt, Mensch, der Platz ist gut, das gefällt uns am See. Was ist da noch? Dann guckt auch das andere Video, das ihr immer entsprechend in der Playlist der Umgebung findet, wo wir gerade sind. Also hier schaut Playlist Niederrhein, da gibt es dann das Video zum Kreis Heinsberg. So, jetzt gucken wir weiter, ich habe genug geschnattert. Es gibt ein kleines Bürogebäude, das allerdings im Moment nicht besetzt wird und ich auch nicht erkennen kann, ob es besetzt sein soll, weil da steht Wäsche zum Trocknen drin. Da befindet sich aber noch die Chemietoilettenentleerung. Schön gefliest, sauber, mit einem Handwaschbecken, wo du Kleinmengen an Trinkwasser entnehmen kannst, also nicht hinten mit dem Nachbarn mit 5 Mann die Gießkanne mit den 90 Liter füllen. Hier kannst du kleine Mengen entnehmen, deine Toilette spülen und entleeren. Nee, erst entleeren und dann spülen. Und da ist es auch warm drin, da läuft eine Heizung. Ich gehe gleich die Toilette wegbringen, das ist richtig kuschelig. Ansonsten, Sanitär-WC haben wir nicht. Will ich aber noch erleben. Sanitäreinrichtungen haben wir nicht, WLAN haben wir auch nicht, aber haben wir ja an Bord. Und dafür könnt ihr aber in dem See wunderbar in 200 Meter Entfernung schwimmen gehen. Aber der nächste, auch nicht in diesem Wetter. Nee, vielleicht Schlittschuhlaufen, wenn wir noch eine Woche warten. 1 Kilometer bis zum nächsten Lebensmittelgeschäft. Und normalerweise nebenan direkt das erste Lokal. Es sind noch ein paar mehr in der Nähe. Es gibt das eine oder andere gute Steakhouse in Heinsberg. Zum anderen den Herrenmetzger. Weit über den Raum bekannt für ein renommiertes, gehobenes Steakhouse. Wer da gerne Steak isst, dem können wir das nur empfehlen. Alfred läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, heute Abend koche ich. Und ansonsten, ich glaube, jeder doch essen. Zeigen wir euch noch, wo wir stehen. Genau. Jeder Platz hat seine Stellennummer, damit man auch weiß, wo man steht und die Grenze zum Nachbarn sieht. Wir zeigen noch da, wo wir stehen. Und dann haben wir, glaube ich, alles schon gezeigt. Kommt mit. Wir haben gestern Abend noch Glück gehabt und einen Platz direkt mit Sicht zum Wasser bekommen. Und da es hier der letzte Platz in der Reihe ist, hat man hier sogar, wenn man noch die Markise aussieht, so ein bisschen Wiese nebenbei. Es gibt davon 5, 6 Plätze, die über die 5x9 Meter hinaus genutzt werden könnten. Also wer mit einem großen Gerät unterwegs ist, kann da ein bisschen ausweichen noch. Aber was auch schön ist, ist hier dieser kleine Weg, den ihr hier
dann noch gehen könnt. Hier befindet sich ein Türchen, dass ihr nicht außen rumlaufen müsst. Und dann seid ihr direkt am Wasser. Da vorne sind wieder gemütliche Holzbänke. Und man kann direkt aufs Wasser gucken. Da hinten fährt die DLRG. Es gibt auch hier, selbst in den Monaten, immer was zu gucken. Es gibt, wie gesagt, im Sommer Wassersportmöglichkeiten, Kajakfahren, Segelfahren. Hier gibt es verschiedene Vereine, denen man beobachten kann. Badestrandstelle sind 200 Meter von hier. Also alles da, was man braucht, um ein schönes Wochenende zu verbringen. Wir wollen jetzt an der Stelle aber mal aufhören, euch was zu zeigen, weil durchgefroren wie wir sind, machen wir jetzt in dem anderen Video weiter. Wir fahren nämlich jetzt Kaffee trinken. Schaltet einfach in das andere Video rein und bleibt bei uns. Und ansonsten, wenn ihr sagt, nee, das ist nicht unser Ding da in Heinsberg, dann schaut mal in die Playlist, wo die anderen Videos sind, wo wir alle waren. Und nächste Woche seid wieder dabei, weil es geht natürlich wieder on the road mit uns. Euer Dagmobil. Ciao. Ciao. Hier stehen wir dann noch schnell an Platz 2, falls ja Platz 1 belegt sein soll. Hier steht ihr funktionell für 6 Euro die Nacht. Wie gesagt, Parkscheinautomat ist hinten auf dem anderen Gelände, wie auch die Entsorgung. Es gibt hier Stromsäulen, warum die aber jetzt mit dem Band drum ist, weiß ich nicht. Hier steht kaputt ist. Ja. Hier steht ein, aber der hat einen Strom in der Steckdose, kann ich jetzt nicht erkennen. Hier steht einer, der wohl dauerhaft dort steht. Wie gesagt, man kann die Plätze ja dauerhaft mieten. Hast natürlich nicht so eine wunderbare Aussicht, aber für 6 Euro kann man schlechter stehen. Alles andere ist eben, hier ist er, hat er sich angeschlossen. Hinten die Stromsäule ist kaputt. Hier vorne ist noch eine zweite, wo auch 6 Steckdosen sind. Drüben sind 6, die aber kaputt sind. Ich sehe keinen zweiten. Also hier hast du auch, glaube ich, da nur die 12 Steckdosen. Reicht ja bei 13 Plätzen. Was erzähle ich hier für einen Quatsch? Wo du dann entsprechend stehst. Ja, stehst eigentlich genauso ruhig. Die Aussicht ist nicht so toll. Aber wenn man da drüben keinen Platz bekommt, man ist ja in einigen Schritten direkt am See, genügend Bänke da. Kann man also auch nutzen. Ist besser als weiterfahren und enttäuscht sein. Richtig.